60 Meter Höhe, 120.000 Teile, 7 Monate Bauzeit, 5-mal Airtime. Kolossos, die größte Holzachterbahn der Welt. Hereinspaziert, fahren Sie mit, heben Sie ab. Im Heidepark Soltau. Jenseits von Gut und Böse. Mega geil, war das ist cool, das ist genial. Also up and go in den Lift und wir fahren out auf die grüne Wiese. Die Geschichte beginnt. Sie handelt vom Holz im Hightech-Zeitalter und von der Kunst des Holzachterbahnbaus. Doch zuerst von Beton und Stahl. 100.000 Kilogramm Bewährungsstahl, 950 Fundamente, 3.800 Kubikmeter Beton. Einmessen. Gießen. Das Ganze im Taktvortrieb. Vorn wird betoniert. Dahinter härten die Blöcke mit den Fußankern aus. In der dritten Linie kommt Kolossos, hier die Bockmontage. Der Bock, das Basiselement. Zwei Stützen durch Zickzackzangen verbunden und ausgesteift. 500 Böcke machen einen Kolossos und wir sehen, der Gigant hat erstaunlich schlanke Glieder. Ausgesuchte Holzqualität und Lean Engineering senken den Holzbedarf auf 3000 Kubikmeter. Halb so viel wie bei einer Holzachterbahn à la dicker Daumen. Und dank Vorfertigung nur die halbe Bauzeit. Vor Ort wird nichts gesägt, sondern Zug um Zug montiert. 193 Tage bis zur Eröffnung. Es ist eine sehr große Herausforderung, weil man erstmal in 50 Meter Höhe arbeiten muss. Und zweitens die Böcke ziemlich genau stehen müssen, weil wir sonst arge Probleme kriegen im Schienenverlauf. Und außerdem muss der Nachschub laufen. Das Holz für Kolossos kommt vom Nachbarn aus dem Klosterforstamt Soltau. Hier wächst in nachhaltiger Forstwirtschaft die niedersächsische Kiefer, die in unserer Geschichte die tragende Rolle spielt. Benötigt werden starke Stämme, vollholzig, lang, mit Ästen von maximal 4 cm. Der Herr der Kiefern weiß, was sein Wald hervorbringt. Unsere Flächen, die hier in der Nähe von Soltau liegen, sind im großen Stil alte Kiefernbestände. Kiefernbestände, die hier seit langer Zeit wachsen. Und das Holz aus diesen alten Beständen ist das Besondere, was gefragt war, weil dieses Holz besonders stabil und elastisch ist und damit für diese Zwecke besonders geeignet war. Im Sägewerk Harling, spezialisiert auf heimische Kiefer, wird weiter selektiert. Das Optimum für die Achterbahn. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die Stämme werden entrindet und in Blöcke eingeteilt. Die EDV arbeitet auftragsbezogen. Für jedes Projekt das passende Holz. Heute Kolossos Kiefer. Wir fahren zur Sägehalle. Auch dort regiert die EDV. Der Monitor mit Laserbild sagt den Schnitt voraus. Die beste Position bestimmen und los mit 45 Meter pro Minute. Erster Durchgang, aus der Säge kommen die Model. Rücklauf. Zweiter Durchgang, aus Model wird Kantholz. Sämtliches Holz für die Achterbahn wird in der Trockenkammer auf 25% Holzfeuchte getrocknet. Letzte Station, allseitig hobeln und Kantenfasen. Und so sieht sie aus, die Kiefer für Kolossos. Feinringig und fest, mindestens Klasse S10 und teils sogar S13. Ein Job nach dem Geschmack der Kiefernspezialisten. Wir sind besonders stolz darauf, bei dem Bau der weltgrößten Holzachterbahn mitwirken zu können. Insbesondere deswegen, weil dort unser heimisches Holz, nämlich die Kiefer, Anwendung findet. Bedingt durch die hohen Anforderungen an die Festigkeit und vor allem an die Dauerhaftigkeit. Hallo, hallo Sägewerk, wir müssen zurück zur Achterbahn. Das Riesenbaby ruft. Gewaltig gewachsen, der Kleine. Und heute ein wichtiger Tag. Kolossos bekommt den höchsten Punkt. Bis ganz oben wird später der Wagen gezogen. Von da ab geht's hinunter. 60 Meter insgesamt. Und auf 3 bis 5 mm genau wird gearbeitet. Für das Team von Ingenieur Holzbau Cordes eine knifflige Sache. Aber auch Routine. Der Ablauf bleibt gleich, ob im ersten oder sechsten Stockwerk. Das Team ist ständig angeseilt und höhentrainiert. Positionieren.
Laschen verbolzen, Bolzen verschrauben. Ein gigantisches Steckspiel, aber kein Kinderspiel. Heute der Gipfel. An diesem Punkt sehen wir auch ganz gut, wie sich die Holzkonstruktion in Stockwerken aufbaut. Hinter der Faszination steckt ein Plan. 2500 Zeichnungen und 3000 Seiten Statik, allein vom Ingenieurbüro. Der Planer Werner Stengel, in der Welt der Achterbahnen ein Begriff, sieht in Kolossos mehr als pure Größe. Wir haben so viele Sachen in Stahl gemacht und ich wusste ja, dass in der Vergangenheit unzählige Holzachterbahnen gebaut worden sind. Dann kam dieser Reiz als Herausforderung von der Technik. Können wir jetzt in Holz auch so hochqualitative Achterbahnen bauen oder nicht? Also insofern ist es eine Herausforderung und ein Reiz. Zauberer CAD. Ohne hätte die Bahn so nicht gebaut werden können. Und so schnell auch nicht. Ingenieur Holzbau Cordes macht aus den Vorgaben konstruktive Details und Logistik. Es wird sicherlich nicht ganz einfach werden, dort zur rechten Zeit das rechte Holz am Platz zu haben. Aber ich bin da zuversichtlich. Aus Datenfluss wird Materialfluss. Durch die EDV-gesteuerte Abbundanlage laufen die Hölzer der Hauptkonstruktion. 70.000 insgesamt. Auf den Millimeter genau gefertigt, mit sämtlichen Schnitten. Und just in time, der aktuelle Holzvorrat wird klein gehalten. Präzision auch beim Zuschnitt der sekundären Hölzer. Hier sind es die Knaggen. Beim Vorfixieren der GK-Dübel und beim Profilieren der Ledger. Diese Balken tragen später die Schienen. Neue Perspektiven für einen klassischen Werkstoff. Dieses Projekt hat sicher eine werblich gute Aussage, zeigt einmal mehr, was man mit dem Werkstoff Holz machen kann. Sicher eins der Maßnahmen, die nicht jeder Mitbürger so ohne Weiteres denkt, wenn er an Holz denkt und an das, was man daraus machen kann. Ich sehe, dass wir mit solchen und ähnlich spektakulären Maßnahmen unseren Werkstoff insgesamt noch bekannter machen und dadurch auch zusätzliche Märkte erschließen können. Nochmal ins Sägewerk, zur Druckimprägnierung. Die Kiefer eignet sich bestens. Imprägnierung nach dem Abbund bedeutet Rundumschutz für 30 Jahre Lebensdauer und auch mehr. Die imprägnierten Hölzer gelangen zur Basisstation im Heidepark. Im Montagezelt wird gepowert. Und wir erkennen, das hier wird Kolossos. GK-Dübel. Schlagschrauber. In der Achterbahn stecken 80.000 Kilogramm Muttern und Schrauben, sämtlich geliefert vom Unternehmen Christian Otto Weller. 25. Januar, noch 78 Tage bis zur Eröffnung. Böcke für die Achterbahn liegen bereit zum Puzzlespiel. Der Plan wird gehalten. Die Achterbahn kommt aus der großen Kurve. Das Karussell wird erkennbar und auch schon die ersten Camelbacks. Was wir aber noch sehen, das ist die ganz eigene Schönheit dieses Werks von Ingenieuren und Konstrukteuren. Die Diagonalaussteifungen wirken wie Leitlinien der Struktur. Der Riese wirkt grazil, erinnert an die luftige Konstruktion von Eisenbahnbrücken der Pionierzeit. Die seitlichen Abstrebungen, eine Takelage in Holz. Die Längsaussteifungen zeigen Kontinuität. Und die freigestellten Fußpunkte, einmal eins des konstruktiven Holzschutzes, geben Kolossos seine Leichtfüßigkeit. Die Schienen vermitteln Schwung. Und mitten in der Arbeit die Ahnung, das Abenteuer der Bau von Kolossos neigt sich langsam zum Ende. 2. März, Tag der letzten Böcke. Schnee und Minusgrade. Das Team macht keine Winterpause. Aktion: Jeder Bock wird per Theodolit eingelotet und mit Distanzhaltern als Montagehilfe fixiert. Ansonsten, wie wir es schon kennen, die Bockmontage. Inzwischen schauen wir uns die Ledger an, die die Schienen tragen werden. Die Ledger-Schuhe gehören zu den 125.000 Kilogramm Stahlteilen von Kolossos. Ebenso die Schienen, hier auf den ersten Camelbacks.
Die Schienen, eine Weltpremiere wie so vieles bei Kolossos, wurden aus Furnierschichtholz bei Merck Holzbau vorgefertigt. Das Resultat? Wesentlich höhere Genauigkeit und Haltbarkeit als bei konventionell vor Ort vernagelten Schienenkörpern. Und noch ein Aspekt. Ich denke, dass wir da unsere Technik, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben, in der Verarbeitung von Holz, kombiniert mit der Maschinentechnik, die man hat, und natürlich mit dem Ingenieurwissen, in dem Fall jetzt von Herrn Stengel, wirklich als extrem tolles und für uns interessantes Exportprodukt ansehen können. Auf den präzisen Unterbau kommt die präzise Schiene. Bei bis zu 60 Meter Höhe, 120 Stundenkilometer und 67 Grad Querneigung kann man sich keine Bocksprünge erlauben. Also exakt arbeiten. Stoßverbindung. Einmessen. Unterfüttern. Schrauben. Eigens konstruierte Stoßüberdeckungen. Und so geht es weiter. Die Bahn wird ja vom TÜV München abgenommen. Und dann werden die ganzen Testfahrten gemacht. Dann werden die Probeläufe gemacht mit Sandsäcken. Dann prüft der TÜV die ganze Holzproduktion komplett durch. Jeden Bolzen, jede Schraube, jede Verbindung. Also das sind noch Sachen, die wir jetzt in den nächsten 5 Wochen noch sehr viel zu tun haben. Die Sonne ist da. Schnell noch mal zur Achterbahn. Und zum Thema Holzschutz. Die luftumspülte Konstruktion hält das Holz trocken und gesund. Ebenso ist der Brandschutz aufgrund der Holzdimensionen und der Konstruktionsabstände gesichert. 22. März. Erstmal kommt nicht der TÜV, sondern das Richtfest mit vielen Gästen und mit seiner eigenen Choreografie, nämlich das Statement. Also es wäre jetzt anzufügen, dass wir wissen, wie man eine Achterbahn baut aus Holz. Und wir sind gespannt darauf, ob wir die Chance woanders irgendwo auch nochmal wieder haben. Unsere Mitarbeiter sind gerüstet, sie sind hochmotiviert, würden gerne wieder so etwas machen. Und wie gesagt, wir wissen ja nun, wie es geht. Herr Helmut Noting. Die Pressekonferenz. Kolossos ist längst ein Medienereignis. Der garantiert letzte Bock. Senkrecht wie immer. Zwei Kommentare. Die Bahn wird schon Furore machen, nicht nur durch die Größe, sondern auch durch das neue Konzept. Diese neue Schiene, ich habe sie mir ja mehrfach angeschaut. Ich habe noch nie eine Bahn gesehen, die so präzise aufgebaut worden ist. Diese Berg- und Talbahn, wie man eigentlich sagt, ist hier am besten verwirklicht. Dadurch, dass man geradeaus fährt, so schnell wie möglich und so hoch wie möglich, dann wendet und dann das Gleiche wieder zurück. Das ist eigentlich eine sehr, sehr lupenreine Holzachterbahn. Ein jeder, der mit Mut und Kraft an diesem Wunder mitgeschafft, wünscht dem Giganten jederzeit Beständigkeit und Sicherheit. Der Richtkranz macht die Jungfernfahrt. April 9, 4 Tage vor der Eröffnung, Tag des letzten Rundblicks. Die Dummywagen sind schon gefahren, der TÜV prüft Kopf- und Armfreiheit. Letzte Gelegenheit für den Aufstieg und den Panoramablick auf die Highlights. Vorn die Schussfahrt und das Karussell. Hinten Camelbacks und Steilkurve. Auslauf und Bahnhof auf der anderen Seite. Und von hier geht's ins Out. 12. April, die Bahn ist frei, doch zuerst nur für die, die sie bauten. Jetzt kannst du dich schön beruhigen, du kannst mal rechts und links gucken jetzt. Ja, das habe ich schon alles gesehen, Herr Müller, aber ich glaube, mir wird gleich übel. Jetzt, pass auf, Mann, jetzt, oh, geht das, ich werd jetzt verrückt. Geht das los. Achtung, anderen, ja! Und es geht abwärts, Mann. Oh, und wunderbar. Eine Achterbahn der Gefühle. Aber schließlich kommt die Baugeschichte zu ihrem guten Ende und auch der Bauherr ist zufrieden.
traumhaftes Gefühl, das ist Wahnsinn. Läuft sehr ruhig, ja, eigentlich ganz hervorragend. So wie wir es erwartet haben. Freitag, der 13. April, ein Glückstag, Eröffnung. Die Fans stehen Schlange. Und Colossus geht on air. Mit 5-mal Airtime hoch oben, mit dem Vierfachen der Erdanziehung im Tal. Mit bis zu 120 Stundenkilometer, mit 67 Grad in der Kurve, mit 145 Sekunden für 1,5 Kilometer. Und mit viel Beifall für Colossus.